Durch das, dass er Widerstand geleistet hat, wir gehen auch davon aus, dass er alkoholisiert und unter Drogen steht. Wir gehen auch davon aus, dass er Prostituierte zu laufen hat und zu Hause nochmal ein paar Granatwerfer und Panzer zu Hause hat. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Heute reagieren wir auf E-Scooter-Chaos in Deutschland. Wir sind heute unterwegs mit der Polizei und dem Ordnungsamt. Das Video ist von SternTV, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Eine Routine-Polizeikontrolle, die aus dem Ruder läuft. Oha! Stop resisting, it's just will get more, hurt. Der Auslöser, ein harmloser E-Scooter. Alkohol getrunken? Ein Glas Wein, ja. Ein Glas Wein, machen wir kurz einen Alkoholtest. Oing. Direkt schon in der Mausefalle, wupf, gemault. Seid ihr schon mal so eine E-Scooter gefahren? Habt ihr euch den Ding schon mal ausgeliehen? Schreibt es mal in die Kommentare. SternTV ist unterwegs mit der Verkehrspolizei Nürnberg und dem Ordnungsamt Berlin. Wir begleiten die Ordnungshüter bei ihrem Kampf gegen E-Scooter-Raudis. Es ist ja sehr eindeutig, dass man hier nicht parken soll. Und ja, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Falsches Parken ist dabei nicht das einzige Problem. Nürnberger Innenstadt, Dienstagabend, 18 Uhr. Einsatzbeginn für Polizeioberkommissar Marco Meyer und Polizeiobermeister Christian Wondrak. Kurze Einsatzbesprechung vor Ort. Heute haben wir hier in der Innenstadt eine Kontrollstelle mit Hauptaugenmerk auf die Mikromobilität. Das heißt, die E-Scooter, Fahrräder, Pedelecs, weil es eben in letzter Zeit eigentlich ein bisschen zu den Unfällen mit E-Scootern und Pedelecs gekommen ist. Die Beamten beziehen an einer stark befahrenen Kreuzung direkt am Hauptbahnhof Stellung. Sie sind auch verdammt schnell geworden. Das ist das ganze Problem. Es war ja damals schon so, wenn jetzt irgendjemand mit einem Fahrrad irgendwie einen Fußgänger angefahren hat, mit richtig Dampf drunter, da kann ganz, ganz böse enden. Jetzt ist ja jeder irgendwie schnell. Ich sag mal so 25 km/h. Bis dahin unterstützen doch diese Pedelecs. Die sind alle verdammt schnell. Und es ist einfach umso schneller, umso gefährlicher. Und daher wird es auch im Straßenverkehr immer schwieriger. Auch mit diesen E-Scootern. Wenn da jetzt wirklich jeder Hunz und Kunst so einen E-Scooter leihen kann, heieiei. Kleine E-Scooter sind nicht zu unterschätzen. Letzte Woche haben Kollegen eben einen kontrolliert, der getuned war. Das war eben ein privat gekaufter. Der ist knappe 60 dann gelaufen. Und mit den kleinen Rädern und den nicht dafür ausgelegten Bremsen ist das schon eine gefährliche Sache. 60 km/h. Seit ein paar Jahren sind die kleinen elektrisch betriebenen Roller aus den Städten nicht mehr wegzudenken. In Nürnberg ist gerade Messe. Deshalb ist für einen Dienstag ziemlich viel los. 18.40 Uhr. Marco Meyers Kollegen kontrollieren einen jungen Mann mit einem privaten Scooter. Die letzten 24 Stunden was Alkoholisches zu sich genommen. Alkoholfreies Bier gerade, ja. Alkoholfreies Bier. Okay. Sonstige berauschende Mittel. Auch nichts. Das war's. Gute Wasser, jawohl. Die Beamten glauben dem Mann und lassen ihn weiterfahren. An diesem Abend führt die Polizei hauptsächlich verdachtsunabhängige Kontrollen durch. Die Polizei, machen wir kurz eine Kontrolle hier mal an der Seite. Bedeutet, sie brauchen keinen konkreten Anlass, um die Verkehrsteilnehmer aufzuhalten. Alkoholische Getränke haben sie auch keine getrunken. Nee. Da freuen auch nicht. Und bei Ihnen auch? Ja, da war kurz gezögert, ey. Irgendwie den will ich erstmal genau unter die Lupe nehmen. Gar nichts? Okay. Nein, gar nichts. Drugs oder anything? Natürlich nicht. No, nothing. Yeah, for the Expo. Fuck. Alright. Sie fahren sie öfters mit den E-Scooter, wenn das ihre eigenen sind. Ja, gut. Sie wissen dann auch, was sie dürfen und nicht dürfen? Also wir dürfen auf dem Fahrradweg, glaube ich, fahren. Wenn es keinen Fahrradweg gibt, dann darf ich auf die Straße fahren. Die beiden kennen sich gut aus. Das ist nicht selbstverständlich. E-Scooter zählen zu Kraftfahrzeugen. Bedeutet, sie brauchen ein Versicherungskennzeichen, benötigen eine Beleuchtung vorne und hinten, können maximal 20 km/h fahren und Fahrer müssen 14 Jahre alt sein, dürfen kein Handy benutzen und es gilt eine Promillegrenze wie bei Autos, also 0,5 Promille. Viele Regeln, die auch diese Gruppe von Schweizern überfordert. Polizeioberkommissar Marco Meyer klärt auf. Durch die Fußgängerzone dürfen Sie damit auch nicht fahren. Auch nicht? Auch nicht. Ach, nee, bist ja kein Fußgänger. Kurs machen zu Herrn Simon. Ziemlich kompliziert. Anscheinend gar nicht so einfach, sich die Scooter per App auszuleihen. Keine Ahnung. So, okay. Jetzt hab ich eine Wurzel. Also, das ist schon mühsam. Hey. Das funktioniert gar nicht. Ich habe die E-Mail nicht gekriegt. So kompliziert, oder? Komm, wir gehen zu Fuß, weißt du nicht? Naja, kompliziert ist eigentlich nicht. Man muss sich bloß ein bisschen vorbereiten. Vielleicht mal im Voraus schon registrieren, E-Mail checken, zack, bestätigen und dann vielleicht so ein Ding ausleihen. Ortswechsel. Wir sind in Berlin-Mitte, unterwegs mit dem Ordnungsamt. Guckt euch das im an, Kampf ey. Gegen das E-Scooter-Chaos.
Eberhard Pradella und Benjamin Sasse müssen sich täglich mit den kleinen Elektrorollern auseinandersetzen. Schaut euch das doch einfach mal an. Hinter dieser ganzen E-Scooter-Sache steckt ja eigentlich ein netter Gedanke. Aber die Menschheit ist wie immer einfach nur hohl im Kopf. Wie viel davon landen in der Spree, in der Havel in Berlin, weil einfach irgendwelche Jugendliche oder mittleren Alters, ich glaube nicht, dass ein Opi so ein Ding da reinschmeißen würde, obwohl ausschließen sollte man es nicht. Oder hier mitten auf dem Gehweg parken, hinschmeißen auf dem Gehweg. Es ist wie bei so einem Carsharing. Da hat man auch keinen direkten Ansprechpartner. Weil wenn ich jetzt einen Mietwagen von einer Autovermietung holt, soll ich jetzt Firmen nennen? Bei Sixt, Eurocar, Avis oder wie sie alle heißen. Das Ding ist, du hast immer einen persönlichen Ansprechpartner. Der geht mit dir auch raus mit der Schlüsselübergabe, guckt sich das Fahrzeug nochmal an und vollgetankt und gewaschen und so weiter. Und wenn du es wieder zurückbringst, dann kommt auch dieser Mitarbeiter wieder mit raus. Da wird Protokoll geführt. In welchem Zustand ist das Fahrzeug? Das hast du bei diesen ganzen Sharing-Sachen einfach nicht. Alles nur noch per App. Deswegen ist halt die Skrupelgrenze bei vielen sehr, sehr gering, dieses Ding auch ordnungsgemäß und sachgemäß zu behandeln und auch wieder ordnungsgemäß abzustellen. Da fühlt sich keiner verantwortlich, weil es halt nicht deren Eigentum ist. Deswegen gehen sie damit auch nicht so fertig um. Wenn das Bild dann gemacht ist, dann schiebe ich ihn an der Seite. Mhm. So. Sie den roten, ich den weißen? Jupp. Ja, hier ist ja die Fußgängerquerung. Hier richtet man extra eine Sperrfläche ein, dass die Fußgänger in Ruhe queren können, dass die Autos sie nicht zuparken. Also, Entschuldigung. Das kann es ja wohl nicht sein. Es ist ja sehr eindeutig, dass man hier nicht parken soll. Ja, und viele mit 14 haben ja noch nicht mal einen Führerschein, keinen Mofa-Führerschein oder so. Sie haben ja vielleicht noch nicht mal einen Fahrradführerschein bestanden. Also jeder, ohne auch nur annähernd die Grundkenntnisse im Straßenverkehr zu haben, kann sich so ein Ding ausleihen und losdüsen. Es ist schon fragwürdig. Benjamin Sasse und sein Kollege nehmen den Fall auf und verpassen dem Falschparker ein Knöllchen. Fußgänger wurden behindert, ne? Versicherungskennzeichen. Was haben wir? 667... Zur Sicherheit noch ein Fotobeweis. Die Scooter können hier natürlich nicht stehen bleiben. Deshalb schieben die Ordnungsamt-Mitarbeiter die beiden Roller zur Seite. Dahin, wo es erlaubt ist und sie nicht stören. Ja gut. Der steht mitten drauf. Was passiert erfahrungsgemäß mit den Knöllchen? Wenn der Fahrer nicht zu ermitteln ist, dann muss es der Halter übernehmen. Ne? Also der E-Scooter-Verleih. Falsches Parken kostet 20 Euro. Boah. Hier kommt man wieder nicht an den Parkscheinautomaten ran. Das ist natürlich auch nicht so toll. In den knapp 2 Stunden, in denen wir das Ordnungsamt begleiten, nehmen die beiden über 20 Verstöße auf. Boah, 20 Verstöße. Unterm Halbverbotsschild. Ja. Ja, die Ladetiefe da freuen sie sich. Einfach dann auch behindert. Wie soll hier ein Rollstuhlfahrer durchpassen? Das wird nichts. Die Scooter sorgen auch für Unmut bei Passanten. Ich wollte auch nur sagen, hier passt das schön auf, wunderbar. Umland sieht desolat aus. Opi wieder, ja. Meine Güte, ja, ich weiß. Was sollen denn jetzt die beiden Herrschaften dagegen machen? Sie sind doch da eingesetzt. Und wenn es im Umland desolat aussieht, hat er nicht Unrecht. Wo willst du anfangen und wo willst du denn aufhören? Was soll er jetzt dagegen tun? Dann ruf doch da an oder schreib einen Brief. Umland meine ich, wie gesagt, außerhalb des S-Bahn-Rings. Beispiel. Aber wie gesagt, Richtung Süden, Tempelhof, alle voll von her. Das sind die anderen Bezirke, das sind die Kollegen aus dem anderen Bezirk. Ja, ja, schon klar. Und das mag ich nicht. Wenn man in eine Diskussion reingeht, dann aber nur seine Meinung sagen will. Ich sag meine Meinung so von wegen, ja, hier passt ja schön auf, aber in Tempelhof, da ist voll kreuz und quer. Dann will der Ordnungsamtmitarbeiter sich argumentieren, ja, ja, schon klar. Hauptsache, ich habe meine Meinung gesagt. Mich interessiert doch gar nicht, was du sagst. Er setzt sich über das enorme Parkchaos, das an vielen Orten der Stadt herrscht. Naja, tschüss. Bezirksstadträtin Almut Neumann kennt das Problem. Die wenigsten von euch wissen, dass ich auch mit dem Nachnamen Neumann hieß damals. Wir haben in Berlin-Mitte schon 30 Abstellflächen rein für E-Scooter geschaffen. Das ist schon mal gut. Wir brauchen aber noch viel mehr von diesen Abstellflächen. Diese Parkzonen sind speziell für E-Scooter gedacht. Anbieter sollen künftig ihre Apps so programmieren, dass es gar nicht möglich sein wird, die Roller außerhalb dieser Zonen abzustellen. Ah, das ist eine geile Idee. Finde ich gut, dass da wirklich auch ein bisschen hinterhergehangen wird. Zurück in Nürnberg. Inzwischen ist es 21.28 Uhr. Polizeioberkommissar Marco Meyer und Polizeiobermeister Christian Bondrak entdecken 2 junge Mädchen, die zu zweit auf dem Scooter unterwegs sind. Erlaubt ist das nicht. Ja, habe ich aber auch schon gemacht. Ja, ist verboten, ich weiß. Allerdings nur in der Seitenstraße. Kontrolle. Zu zweit auf dem E-Scooter wissen Sie, dass es nicht erlaubt ist. Grundsätzlich ist es eine Ordnungswidrigkeit mit dem Fahren zu zweit. Da verwarnen wir es halt mal mündlich.
Aber jetzt wissen Sie es. Okay, oh, schönen Abend. Das ist ja nett. Die Mädchen haben Glück. Normalerweise hätte diese Ordnungswidrigkeit 10 Euro gekostet. Ja, aber es tut ja auch nicht weh, oder? 10 Euro. Ich meine, wie oft wird man denn erwischt? Ich weiß nicht, ob diese ganzen Verwarngelder irgendwie höher angesetzt werden müssten. Weil 10er, was ist dann heutzutage auch ein 10er? Kriegst du ja nicht mehr meine Schachtel Kippen für. Oder doch? Weiß nicht. Bin ich Raucher. Die Fahrbahn ist mittlerweile nass. Das kann mit den kleinen Reifen schnell gefährlich werden. Den würde ich erstmal kontrollieren. Alles gut? Geht's? Naja. Ach, scheiße. Ist das verletzt? Kontrolliert ihn. Sorry, das war jetzt einfach blöd. Eigentlich machen wir mal Kontrollen, aber... Genau. Ich nehme an, Sie haben keine Alkohol. Du kommst von der Arbeit wahrscheinlich, oder? Sie kommt ja von der Arbeit. Braucht ihr was im Perso oder so? Nee, das passt zu weit. Ja. Sorry, dass jetzt genau hier passiert ist. Ne? Nee, alles gut. Nee. Erst stoppen sie ihn, lassen ihn auf die Fresse fliegen und dann wollen sie noch nicht mal die Personalien kontrollieren und so, dann ist alles schon okay. Dann war es doch Schikane. Zum Glück ist nichts weiter passiert. 22.45 Uhr. Die beiden Polizeibeamten setzen nun verstärkt auch auf Alkoholkontrollen. Alkohol getrunken? Ein Glas Wein, ja. Ein Glas Wein, machen wir kurz einen Alkoholtest, dann sind wir uns sicher. Sie wissen, dass sie keinen Alkohol trinken dürfen. Also wie mit dem Auto, bis 0,5 Promille. Nee, was für Gerte? Wenn Sie sagen, ein Glas Wein sollte es eigentlich kein Problem sein. Eine leichte Alkoholfahne riecht man auch bei Ihnen. Wie lange ist es denn her? Ich habe gerade eben einen Schluck noch getrunken. Okay. Gerne, puste doch mal. Der Mann behauptet zwar nur ein Glas Wein getrunken zu haben, die Alkoholfahne lässt die Polizeibeamten aber zweifeln. Sicher ist sicher. Der Mann muss sich einem Alkoholtest unterziehen. Jetzt bin ich ja gespannt. Weiter. Stopp. Jawohl. Okay, wie lange ist der letzte Schluck her? Ungefähr 10 Minuten. Bis wäre, wenn er über 0,5 Promille hätte? Also eigentlich ist der Regelsatz, kostet immer 500 Euro plus Auslagengebühren und eben der Monatfahrverbot. Okay, das ist im ganz untersten Bereich. Das passt aber soweit alles. Okay. Darf ich weiterfahren? Sie dürfen mal. Nein. Genau. Okay, alles gut. Vielen Dank. Ciao. Immerhin, der Mann hat Verständnis für die Kontrolle. Ja, gut. Das ist auch richtig, dass man nicht mit zu viel Alkohol mit so einem Gerät im Straßenverkehr teilnimmt. 0,5 wusste ich jetzt nicht, aber gut. Na, schon mal Glück. 2021 hat die Polizei Nürnberg insgesamt 910 Verstöße im Zusammenhang mit Drogen oder Alkoholkonsum bei E-Scootern aufgenommen. Die würde ich anhalten. Die hat sofort abgedreht, als sie die Polizisten gesehen hat. Habt ihr gesehen? Die hat sofort abgedreht, hat die Polizisten gesehen und sofort gesagt, oh scheiße, ich fahre lieber rüber. Da würde ich hinterher rennen. Die hat Dreck am Stecken. 23 Uhr. Kurz vor Schichtende halten die Beamten einen Mann auf, der keine Versicherungsplakette an seinem Scooter befestigt hat. Nanu. Kooperativ ist er nicht. Kommen Sie mit rüber. You come with us. A control, a mega short check, police control. I don't understand. Okay, but you speak English, or? No. No, you wait here. You have no... What? You have no plate. I don't okay. Marco Meyer und seine Kollegen stellen sich ihm als Polizisten vor. Do you know police? No, I don't know police. You don't police, know? Police, okay. Where are you from? You have a passport for us? No passport. No passport? No. ID card? No. Anything else with your name? No. Really? Really. Das ist schon kacke für ihn. Zu behaupten, ich weiß nicht, was Police oder Polizei ist, das sollte jeder Mensch wissen. Polizei, okay, vielleicht nicht, aber Police spätestens sollte man wissen. Und dann nichts dabei haben, das ist schon sehr verdächtig. Also zu Boden mit dem Typen. Holt den Knüppel raus. Angeblich versteht der Mann die Situation nicht und hat auch keine Ausweispapiere. War der Döner bei? Do you have anything? Where is the name written? No. Nothing? Nothing. Okay, where are you from? Do you live here? I don't live here. We go to the car and you come with us to the police station, you understand? No. Ist aber auch ein Privater, Christian Bondrak versucht, die Privater Problematik oder? Zu erklären. Listen me. You can't drive without a plate. You understand me? Yes. Hey, Sie können nicht ohne Nummernschild fahren. Ja, dann nehmen Sie ihn. Dann ist es eurer. Dann ist das Ding doch geklaut, Alter. Ey, direkt Blutgrätsche. Aber vorher den Döner konfiszieren. Of course we need it. Keine Versicherungsplakette am Scooter, keinen Ausweis, keine der Ansicht. Döner. Der Mann muss zur Identitätsfeststellung mit aufs Revier. Bei dem Versuch, ihn anzuführen ja, und ins Polizeiauto zu setzen, auf den Boden. Eskaliert die Situation. Ich würde ihn trotzdem essen. Go down. No, stop resisting. It's just will get more.
Get more hurt. Ja, jetzt ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, wa? Also falls er die Polizisten wirklich nicht versteht, ist es ein bisschen blöd gerade, weil im Endeffekt, er weiß ja gar nicht, was gerade abgeht. Andererseits, ich weiß nicht, ob er nicht wirklich doch ein bisschen was versteht, was sie von ihm wollen. Und durch das, dass er Widerstand geleistet hat, wir gehen auch davon aus, dass er alkoholisiert und unter Drogen steht. Wir gehen auch davon aus, dass er Prostituierte zu laufen hat und zu Hause nochmal ein paar Granatwerfer und Panzer zu Hause hat. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Wow! Wir haben jetzt eine Blutentnahme gemacht, die ist von der Staatsanwaltschaft auch schon angeordnet worden. Und danach kann er seinen Weg fortsetzen, wenn die polizeiliche Sachbearbeitung beendet ist. Aber vergiss doch den Döner nicht.